Hallo Leute, hier ist wieder euer Fußballmanager 13 Let's Play und zwar mit mir, mit Track. Und ja, wir sind wieder zurück, live und unzensiert, diesmal sogar, denn ich nehme echt zu Hause auf, sogar mit Ton jetzt, also ich vertone real. Und ja, ich dachte, ich mache es diesmal nicht in der Schule wegen dem Nachkommentieren auf diesem kleinen Screen, das hat mich doch angenervt und deswegen mache ich es jetzt hier. Und ja, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, hä? Ist der in die Zukunft gereist? Der spielt ja schon das Spiel gegen den TuS Dickenberg. Nein. Letztes Mal hat Frapp sich selbst verändert in der Schule damals und ich habe das nicht gemerkt und dann habe ich ein bisschen weitergezockt, eine oder anderthalb Wochen weiter und dann sind wir jetzt halt schon bei diesem Spiel. Aber ich zeige euch gleich mal beim Kalender, was da passiert ist. In der Zeit, Moment mal, ach ja, unser Trainingslager hier kostet ja nur fast 300.000 so. Ja, ich glaube das letzte Spiel, was wir gespielt haben, das war gegen Fortuna Dröschede, glaube ich, oder? Haben wir auch gegen Oberhof noch gespielt in der Folge? Ich glaube fast nicht, wa? Aber egal. Gegen Oberhof haben wir 1:0 gewonnen zu Hause. Und im Endeffekt ist da auch nicht viel mehr passiert, als dass wir jetzt im nächsten Freundschaftsspiel sind. Und ja, einfach mal kurz gucken. So, sie haben einige Mails noch. Gut, okay. Scouting abgeschlossen. Aha. Informationen über einige Spieler. Dauerkartenverkauf abgeschlossen. 12. Boah, 12 Karten haben wir verkauft. 168 Euro Einnahmen. Boah, da können wir uns ja gleich Cristiano Ronaldo kaufen. So, höchster Formgewinn. Svelake Diallo. Unser Südafrikaner war es, glaube ich, ne? Yo. Ich habe ja, wie gesagt, wie in den letzten Folgen auch gesehen, einige neue, junge Spieler mit in das Team integriert. Ich glaube, ich habe es aber nicht gesagt, ihr habt es nur gesehen. Weil ich das beim Nachkommentieren voll verpeilt habe. Okay, jetzt kann ich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. So, Scoutliste, nein. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Zurück. Ich wollte auf den Verein. So, auf den Verein. Und jetzt können wir im Verein gucken, was in der A-Jugend und in der B-Jugend los ist. Und die A-Jugend ist grottenschlecht. Und also zumindest die Spieler, die wir kennen, die haben Indonesien. Naja, warum nicht? Ja, und die B-Jugend ist auch nicht viel besser, also daher ist eigentlich sogar noch schlechter. Oh, 10 Verträge laufen aus. Ja, okay, das ist in der Amateurabteilung immer so. Das heißt, alles so unter Verbandsliga, glaube ich. Da laufen die immer automatisch aus zum Jahresende und werden dann wieder verlängert. Irgendwie so. So, 3 besten Spieler, ja klar, laufen auch aus. Nicht dem Stand des Vereins entsprechen. So, jetzt wollte ich auch noch mal kurz was machen. Wen brauche ich denn davon nicht? Brauche ich echt einen Masseur? Sportdirektor 8. Ach komm, denn vorher, ich hätte mal echt ohne Scheiß. Wir brauchen einen Sportdirektor mit Stärke 8, so rum. Entlassung und 402 Euro. Oh je, je, ob ich das bezahlen kann. Und Marco Bayer. Geschäftsführer. Okay, das mache ich eh alles selbst, daher kann ich die auch entlassen. Zumindest vorerst. Dafür hole ich mir lieber ein paar Scouts, die auch was bringen, die mir irgendwie ja, wenigstens ein paar Spielerinformationen bringen, die die Mannschaft dann wieder verbessern und ja. Minimalstärke, ja genau, mindestens 50, als ob die alle zu mir kommen. Realistische Transfers und beste Position. Und Scouts. Eieiei, 23er willst du mir mit 3 Sternen, das ist aber hammermäßig. Den nehmen wir natürlich sofort mal unter Vertrag. Hm. Ja, genau. So als würde sich gerade so ein Schokoriegel reinschieben, so. Hm, lecker. 800 Euro, eieiei. Der ist aber anspruchsvoll. 800 Euro Jahresgehalt, eieiei. Okay, das findet er sehr fair. Okay, wenn er damit leben kann, ist mir das egal. Angebot unterbreiten, ja genau. Er kriegt auch 800. Gleichberechtigung für alle. Hier werden alle gleich schlecht bezahlt. Und Angebot abgeben und so weiter. Ja, genau. Aufgaben übertragen. Trainingsziele. Ja, okay, kann er ja festlegen, meinetwegen. Ach, ich glaube, ich habe das letztes Mal auch festgelegt, wer was hier macht. Obwohl, ja. Na gut, das geht nicht mehr. Geschäftsführer und Sportdirektor habe ich ja gefeuert. Hm. Passiert.
So, jetzt mal kurz überlegen, was wollte ich noch machen? Wechselt im Spiel aus, genau, im Spiel aus. Das macht auch unser Co-Trainer, wenn ich da immer zu faul bin, beziehungsweise es auch immer verpeile, da mal auf Pause zu drücken bei der Simulation. Und ja, wir sollten ja mit den Spielern reden. Komm, machen wir auch noch schnell. Eieiei, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen, bis er geladen hat. Gespräche. Immer am besten mit denen, die die schlechteste Moral haben, reden. Ach Quatsch, Aktion. Genau. Nee, Spielergespräche geht gar nicht. Hä? Moment mal. Ich kann gar keine Spielergespräche führen. Was ist das denn? Hm. Bisschen doof gelaufen, aber okay. Machen wir halt normal weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie gerade. Einem sehr guten Jugendspieler. Wer ist das denn, ne? 27, wo kommt der denn her? Na komm, den hätte ich aber bemerkt. 29 und ich habe den keinen Vertrag gegeben. Eieiei. War ich da betrunken oder was? Was habe ich denn für eine Aufstellung genommen? Hm. Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Also der richtige Mittelfeldspieler, den brauche ich auf jeden Fall. Obwohl, ich habe doch eigentlich einen... Hatte ich nicht einen richtigen Mittelfeldspieler? Eigentlich hätte ich doch einen, oder? Oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Okay. Habe ich mich mal wieder falsch erinnert. Dann nehmen wir den auf jeden Fall unter Vertrag. Vertrag, Vertragsverhandlung. 1500, das passt, denke ich mal. 3 Jahre, okay. Angebot unterbreiten. Und mal gucken, wie er sich entscheidet. Können wir nicht einfach mal die ganze Aufstellung löschen? Nein, können wir anscheinend nicht. Auch einfach normal Aufstellungsassistent. Ich wollte eigentlich nur mal die Aufstellung löschen, um zu gucken, ob da nicht wieder irgendjemand hier zum Beispiel... Der rechte Verteidiger auf dem defensiven Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, hat ja wahrscheinlich eine viel bessere Stärke als 19. Und wenn man dann da nur mal kurz so drüber fliegt mit seinen Augen, sieht man gar nicht, welche Stärke die in echt haben. Und wenn man die Aufstellung löscht, zumindest konnte man das noch in Manager 12. Hier müsste man es auch eigentlich auch können. Also. Hä? Ja, anscheinend kann man es hier irgendwie nicht mehr. Soweit ich sehe. Ach, hier. Okay, okay, die haben den Button hier ans Spielfeld dran gepappt. Da hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Na gut, einmal ist immer das erste Mal. Einmal muss man sich immer zum ersten Mal zurechtfinden. Und danach fluppt es auch wieder. Okay, ja. Hier sieht man es, 29, Alter. Ist viel besser als alle anderen. Und hier. Okay, da habe ich nicht viel übersehen. Da passt eigentlich alles. Und ja. Reden, sehr guten Jungspieler, okay. Das passt und ab ins Spiel. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar gewinnen. Wer weiß. Ich meine, theoretisch haben wir eigentlich den Heimvorteil und sind auch ein wenig besser, aber man weiß ja nie. Manchester United. Ich denke mal, das Wappen sollte wirklich jeder kennen. Hm. 1-0. Eieiei. Trash Equipment. Ei, wir haben ein Tor geschossen. Wie geil ist das denn? Und ja. 2,5 ist ja die beste Bewertung, die wir bisher, glaube ich, hatten zur Halbzeit. 5,5 wäre es denn so schlecht. Eieiei, den muss ich aber. Eigentlich würde ich ihn schon fast kritisieren. Aber ich kritisiere ja nie. Ich motiviere nur die Leute. Verdammt. Ich bin gerade ein wenig am Hüsteln und so. Ich habe einen Frosch im Hals, deswegen. Ich hoffe, man hört es nicht allzu deutlich. So, die beiden, die lobe ich mal. Na komm, den motiviere ich auch nochmal. Bringt nichts, aber egal. Wie sie meinen, ja genau. Wie sie meinen. Ein akzeptables Gewinn. Ja komm, lass uns einfach so weitermachen. Oh, 6-2. Das sind doch immer gute Nachrichten. So eine Torschussverhältnis-Dingens. Ach, so ein Torschussverhältnis. So. Das sieht man doch gerne.
Und ja, und wir gewinnen das Ding natürlich. Was auch sonst. Und diesmal wurden auch mal ein paar Spieler bei uns eingewechselt. Weil nämlich unser Co-Trainer das Ganze macht und wir es diesmal nicht vergessen haben. Oder besser gesagt, nicht vergessen konnten. Oh, anscheinend hat unser Torwart uns den Arsch gerettet am Ende. Ja, okay, 4 Chancen, naja. Aber 1,5, da muss er aber verdammt gute Paraden gehalten haben. Ne? Die haben insgesamt 5 Ansprachenpunkte gewonnen. Hm, gefällt mir. So, und weiter geht's. Die Vorbereitung, okay, die will ich jetzt eigentlich etwas schneller hinter mich bringen. Schaffe ich zwar nicht, weil ich so oft quatsche, okay. Weiter. Hm. Das nächste Spiel gegen SC Altener. Das packen wir locker. Ja. Dauerkarten in der Bundesliga, klar. Düsseldorf verkauft mehr Dauerkarten als München. Sehr realistisch. So, und Motivationslehrer. Hm. Ein berühmter Motivationslehrer ist in der Stadt. Wollen Sie mit Ihrer Mannschaft dessen Veranstaltung zum Gesamtpreis von 10.000 Euro besuchen? Ja. Nee, das ist mir zu teuer. Kein Problem, okay. Wir haben ja eh schon kein Geld. Okay, Marius Emd ist noch, ja, okay, noch 22 Wochen verletzt. Ich glaube, das habt ihr auch nicht mehr gesehen. Es ist ein wenig doof gelaufen, denn Marius Emde, hier unser zentraler Mittelfeldspieler, deswegen habe ich auch die Aufstellung umgestellt, jetzt fällt es mir wieder ein. Der hat sich nämlich verletzt, der ist hier, was hat er nochmal? Genau, Plantaris-Sehnenriss. Ich dachte zuerst ein anderes, na egal. Okay, beim anderes wäre auch nicht 22 Wochen ausgefallen. Okay, wie heißt das Ding nochmal? Er hat einen Plantaris-Sehnenriss. Okay, und fällt 22 Wochen aus. Und ja, okay. Doof gelaufen, aber okay, wir haben ja Alternativen. Wir haben ja noch keine solche Position, also oben in der Liga irgendwo, in der ersten oder zweiten Liga, wo die Stärkenunterschiede so gravierend sind. Wir haben 27er in der zweiten Mannschaft. Hm. Ach, ich glaube, den haben wir doch unter... Genau, den haben wir unser Probetraining zu verdanken, oder unserem Probetraining zu verdanken. Und den tun wir jetzt gleich mal in die erste Mannschaft, oder? Jetzt mal gerade überlegen. Wie viel hat er in der... 33. Okay, er hat 33 im linken Mittelfeld und unser anderer gerade aus der zweiten hat 27. Hier die im Mittelfeld haben 30, 34 und 26. Jetzt mal kurz überlegen. Wir bräuchten eigentlich einen linken Verteidiger noch. Er könnte Engel ins linke Mittelfeld, wenn unser aus der Jugend mit 29 könnte ins rechte Mittelfeld. Also hier, er könnte für Sittmann Hauri ins linke Mittelfeld und unser rechter Mittelfeldspieler könnte für Chesser ins rechte dann. Und dann hätten wir eigentlich ein besseres Mittelfeld und insgesamt auch eine bessere Mannschaft. Mal gucken, wie wir uns entwickeln. Okay. Spielerentwicklung 67 Punkte. Defensive Stellungsspiel. Okay, wir sind Stürmer und entwickeln uns am besten im defensiven Stellungsspiel. Irgendwas läuft hier nicht ganz richtig. Naja. Wobei ich auch sagen muss, das tut's nie wirklich hier im Manager. Irgendwie überrascht mich das Spiel immer wieder. Wir sollten einen Marketing-Manager einstellen. Ja, weil man als Kreisliga A-Verein auch so viel Marketingartikel verkauft, das ist ja unglaublich. Die rennen einem ja fast den ganzen 10.000 Meter Shop da ein, 10.000 Quadratmeter Shop. Man kann den Andrang ja, den Andrang kann man ja kaum unterbinden. Mann, Sprachbug, ich bin ein bisschen müde, aber egal. Ich dachte, ich nehme noch mal ein bisschen auf. Ich hatte nämlich gerade noch keinen Bock ins Bett zu gehen. Und dann hatte ich die Wahl, entweder gucke ich mir das Supertalent an oder ich nehme ein bisschen auf. Und dann dachte ich mir, ach komm, das ist doch eh eine rhetorische Frage. Also nimm es ein bisschen auf. Ihr Jugendspieler, Max Chesser, Stärke 16, wird 16 in 20 Tagen, okay. Stärke 16, der muss sofort in die erste Mannschaft. Sami Khedira wechselt von Real Madrid zu Manchester United. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes, interessiert uns jetzt nicht wirklich, weil wir ja eh in Deutschland spielen.